Manchmal kommt einem das eigene Leben sehr ernst und grau vor. Besonders wenn es von außen grau ist, merkt man so ein bisschen, so die innere Freude ist gerade ein bisschen gehemmt. Im heutigen Video möchte ich dir einen Zugang geben, um wieder deine innere Freude zu finden, auch wenn es von außen grau ist, auch wenn mal einfach so alles sehr ernst wieder mal erscheint. Weil wir haben nämlich im Yoga ein Zentrum, ein Energiezentrum, das wirklich mit allen unseren Emotionen verbunden ist. Sehr ein farbiges Energiezentrum, wo wir sehr viel Freude erfahren können und auch vergessene und verlorene Aspekte von uns selber wieder finden. Und zwar rede ich von einem Energiezentrum, das sich so ein bisschen unterhalb des Bauchnabels befindet. Das Energiezentrum ist verbunden mit den Hüften, wenn man das physisch anschaut. Und manchmal ist es auch wirklich so, wenn man viel sitzt und man merkt so, ist das alles ein bisschen verhockt dort. Darum generell ist es so, wenn wir uns anfangen, ein bisschen mehr zu bewegen, können wir auch generell ein bisschen mehr in eine Freude rein. Das merkst du vielleicht, wenn du Sport machen gehst. Nach dem Sport, wenn du dich bewegt hast, ist meistens die Welt nicht mehr so trist und so grau wie vorher. Jetzt ist also aber Energiezentrum ist auch mit dem Element Wasser verbunden. Und zwar wirklich so ein bisschen der fließende Aspekt vom Wasser. Weil nämlich, wenn alles grau wird in unserem Leben, ist wie auch, wird alles so ein bisschen stagniert alles. Und darum ist auch die Idee, dass wir wieder anfangen, wirklich Fluss ins Leben hineinbringen, Bewegung ins Leben hineinbringen. Je nachdem, bist du ein Tänzer und tust du sehr gerne dich bewegen und tanzen, dann ist das eine wunderbare Art, um die Energie wieder in Fluss zu bringen. Vielleicht bist du aber eher der Mensch, der lieber geht, rennen und die Energie so in Fluss bringt. Es ist nicht nur so, dass Bewegung die Energie in Fluss bringt und alles ins Fliessen bringt, sondern eben auch so ein bisschen den kreativen Aspekt in uns hinein. Vielleicht erinnerst du dich noch schwach daran, dass als Kind hast du zum Teil Tätigkeiten gemacht, wo du dich total darin verloren hast und wirklich hast können so in dem Sinn fliessen und dich vertun und die Zeit ist vorbeigegangen und du hast Freude erlebt und einfach so diese Qualität, die können wir auch wieder in unser Leben hineinbringen und zwar, wenn wir uns zurückerinnern, was hat mir eigentlich wirklich Freude gemacht als Kind? Was sind die Tätigkeiten, was sind die kreativen Sachen, die ich dazu mal gemacht habe, die mich so erfüllt haben? Vielleicht ist das eigentlich Malen und Zeichnen. Vielleicht ist es mehr irgendwie Musik hören und sich bewegen. Vielleicht ist es aber auch mehr gewesen, irgendwie Schreiben und vielleicht irgendwie sich in Wort irgendwie ein Gedicht schreiben oder Geschichten schreiben. So hat jeder irgendwie so ein bisschen seine eigene Ausdrucksart gehabt. Manchmal für gewisse Leute ist es Singen. Und wirklich so frei von der Leber singen und können Musik machen, vielleicht dazu noch Gitarre spielen oder Klavier spielen. Das sind alles so Tätigkeiten, die uns einfach so wieder mit dieser Energie in Verbindung setzen. Auch dieser fließenden Energie, die uns so viel Freude schenkt. Darum möchte ich dich dazu animieren, dass du dir für einen kurzen Moment überlegst, was macht mir Freude? Was schenkt mir Freude in meinem Alltag? Vielleicht ist es am Anfang etwas schwierig, dann erinnerst du dich zurück, was sind die Sachen gewesen, die früher als Kind dir besonders Freude gemacht haben, wo du vielleicht dann irgendwie durch die Jahre plötzlich mal so ein bisschen vergessen oder aufgegeben hast. Und vielleicht wagst du wieder einmal anfangen zeichnen, anfangen singen, anfangen Gedichte, Geschichten schreiben, dich wieder mehr bewegen, frei gehen, tanzen, laut Musik hören und dazu dein Tanzviertel schwingen. Eigentlich all diese Sachen wieder einmal ein bisschen mehr in deinen Alltag hineinbringen, die dir eben die Freude zurückschenken und die farbige Landschaft oder das farbige Gefühl wieder zurück in dein Leben bringen, wo vielleicht manchmal ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich wünsche dir viel Spass zum Verschiedenes ausprobieren und so mehr Farbe und mehr Lebensfreude in dein eigenes Leben hineinzubringen.